Hallo, Tag 2 beim Armaflexen. Und was sich jetzt schon ganz klar abgezeichnet ist, dass es ganz wichtig ist, dass ihr ein scharfes Messer habt. Also das ist es für Armaflex zu schneiden, echt ein Träumchen hier. Und das also funktioniert irgendwie nur semi-gut. Ja, jetzt zeige ich euch mal müsst ihr entschuldigen für die Nebengeräusche, aber irgendeiner der Nachbarn ist da irgendwie was am Bauen. Ja, wieder ein Fensterchen fertig. Und ich bin total begeistert, wie gut sich das doch verarbeiten lässt. Ja, ist mühsam, ist viel Arbeit. Man braucht doch so 2-3 Tage, wenn man das zum ersten Mal macht. Aber ich finde, dass es ein ganz guter Werkstoff ist. Ja, jetzt heißt es wieder messen, 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 schneiden, schneiden, schneiden und kleben. Aber es geht immer weiter. Jetzt zeige ich euch mal den Unterschied vom Klang. Also hier habe ich zum Beispiel eine ungedämmte Fläche. Und hier das Fenster, was ich gerade gemacht habe. Schon ganz krasser Unterschied, finde ich. Also hört sich nicht mehr an wie so ein Blechkarre, sondern schön satten Sound. Ich bin schon wieder ein Stück weiter. Jetzt bin ich gerade Radkästen am Dämmen. Und das ist jetzt nicht meine Idee, das habe ich in meinem YouTube-Video gesehen, dass man erstmal hier komplett die Fläche hier runter geht und schneidet. Dann kann man schön gerade bleiben und den Rest mache ich mit einer Folie. Also die Folie schneide ich mir zurecht und dann übertrage ich das auf das Armaflex, damit ich hier diese Rundung schön schneiden kann und diese Rundung. Also wie gesagt, das ist nicht meine Idee, habe ich mal in einem Video gesehen. So, Challenge completed. Na, sieht denn nicht toll aus, dieser Radkasten. So, das war das Tageswerk plus die eine Tür. Und die Nini ist mittlerweile auch da. Hola, hola, Nini. Hola, ich bin direkt am Kleben. Ist direkt am Kleben, ne? Die hatte einen schweren Tag hinter sich, schweren Arbeitstag, wie immer. Ja, voll den Stressjob. Sieht das nicht toll aus? Ich muss mich selber loben. Herzlich willkommen, es geht weiter. Und zwar habe ich jetzt schon mal ein Seitenteil gefilzt. Was ich dafür benutzt habe und so, erkläre ich euch später. Sieht schon richtig wohnlich aus, ne? Ja, das letzte Mal habe ich ja die Radkästen gemacht. Ja, auch. So, da bin ich jetzt durch. Jetzt habe ich die Seite mit dem Filz einfach mal nur so reingesetzt, weil ich wissen muss, was ich hier an Holmen noch kleben muss. Und vor allen Dingen muss ich auch die Radkästen kleben. Soll ja alles schön aussehen. Auch wenn da nachher ein Bett vorkommt, ich will es halt schön haben. Weil wenn man das Bett mal rausbaut oder so oder nochmal was verändert, dann hat man wenigstens alles schön einheitlich. Für den Filz habe ich diesen Kraftsprühkleber Plus benutzt von der Firma Würth. Ich mache euch nachher mal einen Link unten in die Beschreibung. Ja, dann wisst ihr, wo ihr es bestellen könnt. Ich habe so ein 12er Paket für, ich glaube, 100,
108 Euro bekommen. Unbezahlte Werbung, ne? Wollte ich nur noch hinzufügen. So, jetzt habe ich gerade ein Stück geklebt. Jetzt muss ich dann noch den Rest abschneiden, der zu viel ist. Oh, man muss ganz schön aufpassen, weil das klebt wie Hölle. Also das klebt direkt fest am Armaflex. Aber sieht geil aus. So, zweiter Radkasten ist jetzt fertig. Sieht einfach schick aus und fühlt sich gut an. So, die Decke kommt hier am Schluss, weil da noch das Dach rein muss. Nur noch festschrauben und dann kann man mit dem Bett beginnen. Es wird immer mehr gefilzt und so langsam wird es gemütlich. Da muss ich noch, ja, jetzt muss ich das noch machen, dann die Wand richtig reinsetzen und befestigen und dann bin ich mit dem Filzen durch.